Ja, in diesem Video geht es darum, wie man die Normalform einer komplexen Zahl in die trigonometrische Form umwandelt. Gut, hier sind a und b gegeben, also Realteil und Imaginärteil. Und in dieser Formel tauchen r und phi auf. Wir müssen also aus a und b r und phi berechnen. Ja, also phi, das ist dieser Winkel hier. Das ist der Winkel phi und das ist der Betrag r. Die beiden müssen wir berechnen und wir fangen an mit R, weil R leichter zu berechnen ist. Ja, dazu machen wir folgenden Ansatz. Das ist ja hier ein rechtwinkliges Dreieck. Dieser Winkel hier ist der rechte Winkel. Und in rechtwinkligen Dreieck gilt der Satz von Pythagoras. Die Summe der Kathetenquadrate ist gleich dem Quadrat der Hypotenuse. Also a² plus b² gleich r². a² plus b² ist gleich r². Das ist der Satz des Pythagoras, den kennen wir aus der Schule. So, wir wollen also r berechnen. Da müssen wir auf beiden Seiten radizieren. Auf der linken Seite hebt sich das dann auf und auf der rechten Seite erhalten wir Wurzel aus a² plus b². Das ist die Formel, mit der man den Betrag ausrechnet. Und wir wollen jetzt ein konkretes Beispiel rechnen. Nehmen wir mal an, es sei folgende komplexe Zahl gegeben. Z gleich 3 plus 4i. So, jetzt setzen wir die Zahl, brauchen wir die Zahlen hier nur in diese Formel einsetzen. Also das ist der Realteil und das ist gleich a und das ist der Imaginärteil im und das ist gleich b. So, also r gleich Wurzel aus a Quadrat. A ist gleich 3, also 3 Quadrat hinschreiben. Und b ist gleich 4, also 4 Quadrat statt b Quadrat hinschreiben. Gut, das können wir jetzt im Kopf rechnen. 3 Quadrat ist 9 und 4 Quadrat ist 16. 16 plus 9 ergibt 25. Dann haben wir hier Wurzel aus 25 und das ist gleich 5. Der Betrag der komplexen Zahl, also r, ist gleich 5. Ja, damit haben wir schon das Beispiel beendet und den Betrag der komplexen Zahl ausgerechnet.